Wenn man das Wort Einrenken googelt, findet man schnell auch die Worte gefährlich und Chiropraktiker. Dabei renken Chiropraktiker überhaupt gar nichts ein. Genau genommen ist Einrenken sogar ziemlich gefährlich. Hierbei werden Knochenenden, die einen Kontaktverlust erlitten haben, meist über Bewegungen, die den eigentlichen Bewegungsspielraum der Gelenke verlassen, wieder zusammengebracht. Und das ist natürlich besonders in Regionen wie der Halswirbelsäule gefährlich, da dort wichtige Gefäße und Nerven lokalisiert sind. Ich studiere Chiropraktik jetzt seit fast 3 Jahren und würden wir uns bei all den Griffen und Bewegungen, die wir wöchentlich mehrere Stunden aneinander üben, jedes Mal einrenken, würde wahrscheinlich keiner von uns das insgesamt 5-jährige Studium heil überstehen. Was machen Chiropraktiker denn also wirklich? Durch Traumata kommt es zu Störungen an den Spindeln der kleinen Muskeln, an den Wirbeln und an etwas, was sich Golgi-Sehnenapparat nennt. Die Informationen aus diesen beiden braucht das Gehirn, um sich optimal an die Umgebung anpassen zu können. Hierbei wird quasi ein inneres Bild unserer Bewegungen erstellt. Zusätzlich entzünden sich hierbei auch noch die Facettengelenke. Das Resultat aus all dem ist dann, dass das Gehirn an diesen Stellen keine richtigen Informationen mehr erhält. Und das hat eine Studie aus Dänemark 2015 nachgewiesen, das hat starke negative Auswirkungen auf die Funktion des präfrontalen Kortex. Ein Teil des Gehirns, der für die Entscheidungsfindung, Intelligenz, emotionale Reaktionen, Bewegungen, besonders auch Augenbewegungen zuständig ist. In der Studie wurden chiropraktische Justierungen gegen einen Placebo getestet und diese Studie wurde insgesamt 4-mal wiederholt. Die Justierung, von der ich gerade gesprochen habe, ist dann im Prinzip nur noch eine schnelle Bewegung, die die Muskelspindeln wieder zurücksetzt und funktionsfähig macht. Zugleich knacken meist die Facettengelenke, was aber nur Gas ist, was aus den Gelenken entweicht. Chiropraktik hat also viel weniger mit den einzelnen Wirbeln als mit der Funktion des Gehirns zu tun und ist in diesem Zusammenhang keinesfalls gefährlich. Wenn Ihnen mein Video gefallen hat, dann teilen Sie es gerne und behalten Sie die neuen Erkenntnisse nicht für sich.